Ich? Ja. Hallo und herzlich willkommen zurück bei uns. Heute ist eine Folge zwei Doofe, die nicht wissen, was sie tun. Nein. Willkommen bei Retsam. Wir haben eine Manus Let's Play. Jawohl. Wir haben eine was? Da haben wir eine ganz hohe Qualifikation. Ja, genau. Das wir nicht genau wissen. Die Qualifikation heißt, der Mano stirbt jede Folge und bricht sich auch gerne mal das Bein. Der Retsam gibt gerne, ungerne seine Eisenhacke ab und baut unsymmetrische Treppen. Warum habe ich denn jetzt halt hier Klappen gebaut? Okay. Zaun. Bist du schon wieder auf dem Rückweg? Nö. Ja, gleich. Nein! Warum nicht? Ich bin doch noch gar nicht fertig. Wenn der wüsste, was ihn erwartet. Es ist ja schön, dass wir immer so eine ganze Aufnahmesession machen. Somit kann er ja nicht vorab sehen, was ich schon angestellt habe. So mit dem Erdbohrer mal. Nein, nicht der Erdbohrer. Aus Versehen sein Tunnel zerstört. Ganz aus Versehen. Also, ihr wisst es alle, gell? Es war keine Absicht. Das war keine Absicht, also das muss man hier schon ganz klar sagen. Nein. Deinem Tunnel geht's gut. Das ist gut. Er guckt noch ganz freudig. Aus der Wäsche. Noch. aber ich baue jetzt halt gerade den Tunnel entgegen. Bin ich gerade dabei auf der Seite. Damit du dann deine Plattform da schön hinbauen kannst. Oh ja, genau, ja. Bin ich gerade dabei. Also ich bin jetzt mit dem Grundbau, ja, würde ich mal sagen, mit dem Grundbau von dem Ganzen bin ich jetzt hier oben fertig. Ich mache jetzt noch einen Kranz außenrum, der muss sein. So, schauen wir mal, was wir da finden. Oh, eine Schlange finden wir. Ja. Bin deppert. Oh! Ich sag mal, im Grundbau, ich habe gerade ein anderes Base-Design im Kopf beim Quatschen. Und habe gerade richtig missgebaut. Egal. So, für alle, die da jetzt neu dabei sind, wir haben gesagt, eine Folge baut der eine Folge baut der andere, dann haben wir das verlängert auf zwei Folgen. So. Ja. Auf jeden Fall werde ich dann gleich den Rückweg antreten, damit wir noch rechtzeitig vor der Hordenacht. Ja. Auch die Falle, die Ari dich hat. Genau. Wenn ich seine Eisenspitzhacke aufbrauche. Wenn es eng wird, es gibt ja im beim Trader eine Forge, die ich angefüllt habe mit Dingen. Also da kannst du dann noch Eisen rausholen und so. Eigentlich wäre alles in Ordnung. Ich habe noch nicht wieder aufgepasst und habe diejenigen die ganze Zeit. Tja, das war der Fuß. Oh. Ja, man kann sich nicht einfach so einen neuen machen. Der ist wieder gebrochen. Der sich den Fuß bricht. Okay. Voll konzentriert, auf der Plattform gestanden, Plattform unter den Füßen weggeschlagen und abgestürzt. Naja. Ich habe auch nicht mehr dran gedacht. Null. Wer denkt denn dran, dass Eimes die Bohnen unter den Füßen wegzieht? So stabil stand ich. So gut ging's mir. Vom einen Moment auf den anderen
Nix, alles weg. Oh, so. Und die dreckige Lache. Mein Markenzeichen. So, ich muss hier gucken. Aber das wirst du dann, denke ich mal, irgendwie ausloten. Ab wo? Was denn? Aha. Was denn? Ja, das zeige ich dir, wenn du dann da bist. Ich habe eine Reihe Bruchsteine zu viel gesetzt. Ja. Auf der falschen Seite. Ich hätte nur die... Sag mir bloß, ich habe da auch noch falsch gesetzt. Nein, hab ich nicht. Oder? Nein, du hast das nicht falsch gesetzt, nee. Du hast das umgeplant. Hab ich jetzt... Was habe ich denn jetzt gemacht? Nee, doch, ich habe schon recht, genau. Die ganze Reihe, die muss weg. Ja... Oh, Hänger. Ungeplant ist gut gesagt. Nee, nicht ganz ungeplant. Aber etwas. Ich darf ja nur die Ecken besetzt haben. Mit den Spitzen. Da, da, da. Du wirst es ja dann sehen, wenn du da bist. Dann weißt du, was ich meine. Komm ich da hin? Ja, komm ich hin. So. Ich kann nicht mal springen. Wo ist mein Fahrrad? Ah, da. Oh, ich weiß, was ich das nächste Mal mache. Hm. Na komm schon. Na komm. Der muss doch noch angehen. Komm. Hm. So. Gut. Nein! Nein. Was passiert? Ich hab. Jetzt habe ich das Inventar in eine Lootsäule gepackt, aber das Fahrrad nicht ausgeräumt. Gut, ist nicht so schlimm. Passiert. Ja. Ja. Ja, so. Ich bin gerade so konzentriert beim Bauen. Ja. Weil ich keinen Stein falsch setzen wollte. Und was macht er in dem Moment, als er sagt? Er setzt einen Stein falsch. So. Ach, da hinten. So, jetzt bin ich beleidigt. Auf Bruchstein. So. Boah, die sind da wieder laut. Ah. Naja, habe ich wenigstens genügend Zeit zum Nachproduzieren. Hm? Sag, da habe ich wenigstens genügend Zeit zum Nachproduzieren. Ja, ein bisschen brauche ich noch. Ach du, mach dir keinen Stress. Alles gut. Genau dahin wollte ich nicht. Alles gut. Sag mal, wie oft will ich jetzt noch mal einen falsch setzen? Das gibt's doch nicht. So, was brauche ich jetzt für eine Schiene? Brauchst du eine Schiene? Oh ja. Hast du eine? Soll ich deine bringen? Ich habe keine, aber... Oh!
Ich mag dich nur nicht aufhalten, also. Alles gut. Das ist ein medizinischer Notfall. Wenn ich dir schon alle Pflastersteine klaue. Dann komm, Fahrrad absetzen. So. Gibt's doch wieder nicht. Das ist wieder so typisch hier. Au. Essen trinken hast du? Essen wird mir fehlen. Pass auf, dann werde ich jetzt hier mal ein bisschen was absetzen. Ja, hier, hier. Ja, da bin ich. Und schon weiß ich's wieder. Hilft mir da nichts. Ich bin gleich bei dir. Ich gehe nur gerade her und mach die Taschen leer, weil dann kann ich dir auch gleich ein bisschen was mitnehmen, weißt du, aus dem Ding raus. Ja. So, Essen hast du gesagt. Essen, ja. Also brauche ich nicht dringend, habe aber keins mit. Und trinken passt bei dir. So, trinken passt noch. So. Nehme ich da mal aus. Ja. Nee, ich habe wieder unnötig was. So, Tür zu, aufs Fahrrad drauf und ab geht die Luzi. So. Gut, du bist ja gar nicht weit weg. Nö, bin gleich bei dir. Da sollte man nicht davon. Bist du denn? Bist du hier in diesem Energieding drin? Nö. Nein, ein Bauernhof. Vorher war ich in dem Haus. Ich weiß schon, ich bin gleich bei dir, ja. Wegen der Aussage-Quest. Okay. So. Hallo, wo sind Sie? So, bist du in dem Bauernhof? Ja. Ach du Scheiße! Ich bin im falschen Bauernhof, glaube ich. Bist du oben oder was? Ja, oder ist eine Spinne? Ja, ah, du bist oben, okay, weil ich habe hier unten nämlich gerade andere Zombies. Ich höre dich unten. So, ich brauche mich nicht runterspringen. Alles gut, bleib oben. Wobei schlimmer wird es wahrscheinlich auch nicht. Wo bist du denn? Ganz oben. Und zwar, ah! Hi. Einmal, zweimal, dreimal. Und tschüss. Dankeschön. Bitteschön. So. Wir werden dann mal noch gleich viel die besser Schweine erledigen. Ja. Wenn du Platz im Inventar noch hättest, da ist zwei Schweine.
Ja! So, liebe Zuschauer. Wo sind? Also ich wollte euch mal zeigen, wie das aussieht, wenn man stirbt. Und einer und einen trauert, ja. Oh. Ihr habt gesehen, wie er gestorben ist. Aber was ich nicht gesehen habe, ich habe das Fleisch mitgenommen. So, ja, dafür bist du jetzt schon an der Base. Hm? Ich bringe dir dein Fahrrad mit, würde ich sagen. Hä? Ja. Oh, wenn du unterwegs bist, da ist so eine Loot-Säule. Kannst du einen Teil aus der Loot-Säule mitnehmen? Welche Loot-Säule wär's denn? Ich bin so quasi, glaube ich, in der Mitte zwischen zwei. Die näher am hoppala, an unserem Haus ist, gell? Ja. Okay. Ja. Ja, la 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 la. Schon ewig lang den Todesmalus nicht. Kann ich dran gedacht, ja. So. Fieses Ding. Mal gucken, ob ich an der richtigen bin. Nein. Nein. Ja. Toll. Ich kann das Fahrrad zwar fahren, aber ich kann es nicht öffnen. Hi! Hi! So, für was habe ich dir eigentlich eine Schiene gemacht, hä? Damit, damit du stirbst! Oh. Ich fahre da mal kurz zur Säule. Ja. Weil ich kann jetzt ja noch ein bisschen was mitnehmen. Ich kann ja alles bei mir reinpacken. So. Ach so, ich muss ja den Beutel noch. Der Beutel. Mein Beutel. Der Rucksack. Oh, ich kann doch nicht alles nehmen. Ah, macht nichts. Können wir irgendwas, das Messing können wir eigentlich zerlegen. Irgendwas im Auto, was noch zerlegt werden kann? Nee. Okay. Dann musst du dann noch mitnehmen. Ich radel mal zurück mit meinen Militärboots. Jawohl! So, ja, was haben wir? Ah. Hoppala. Ja. Nee, ich habe die Limo-Flasche aufgemacht und bin an die Maus gekommen. Hast die Base gesehen? So, nein, ich bin sofort vorbei, ohne dass ich es mir angeschaut habe, weil ich mir da gedacht, das wäre ja unfair, wenn ich da jetzt gleich... ohne dass du das daneben stehst. Und wenn wir uns das Video angucken von ihm, naja, dann werden wir sehen, er stand da. Oh, wahrscheinlich hätte er irgendwo eine Mine versteckt, wo ich jetzt gleich drüber renne. Nein. Ich pflanze keine Minen ein. Ach, das waren Bäume. Jetzt verstehe ich das. So. Ach so, halt. Oh, dann können wir wirklich bald jetzt hergehen und außen die Felder außen neu bestücken. Das ist sehr schön. Außenanlagen, Außenfelder. Tja, aber was uns fehlt, sind Eier. Brauchen Eier. Habe ich nicht Eier? Ach so. Also wenn, dann waren es auch nicht viele. Nee. So. Guck mal, wo sind wir stehen geblieben? Welche daher? Da sind wir stehen geblieben. Am falschen fehlgesetzten Block, glaube ich. So. Eine stählerne Axt. Hast du denn was Gutes abgeräumt? Ich habe es mir nämlich ehrlich gesagt gar nicht angeguckt. Ja, ein paar Sachen. Ein paar. Vierer Stahlschienen. Beinschienen. Ja. Ja, immerhin.
Sechser. Stählerne Feueraxt. Zweier. Ja. Hast du die nicht schon vorher gehabt? Eine Eins war vorher schon da. So, aber die verwende ich nicht, weil... Die ist ja nicht gut genug für dich. Ja, genau. Ich, ja. Heiligsblechle, was habe ich denn jetzt gemacht? Egal. Nee, doch, stimmt. Wir haben mal gesagt, wir müssen drei machen, gell? Ja, genau. Nee, stimmt schon. Hat er schon richtig gemacht. Was kommt rüber? Das kommt auch rein. War nicht. Wir haben übrigens 300 irgendwas Heuballen, glaube ich, wenn ich jetzt richtig... Ja genau, 382 Heuballen. Heuballenfassade bauen. Endlich mal stabil bauen. Ja, aber wirklich. So. Habe ich da jetzt noch was drin im Fass? So. Oh, hast du einen Blick auf die Zeit? Nee. Okay. Du? Na, ausnahmsweise mal nicht gelungen. Hast du nicht? 22 Minuten, würde ich behaupten. Ah, gut. So. Dann, ja. Dann würde ich sagen, dann drehe ich mein Fahrrad gleich wieder um. Yep, tschüss. Ja. Oder wolltest du zurückkommen? Ich komme zurück. Du kannst auch noch eine Runde fahren. Ich habe damit keine Bauchplatten. Nö. Oder meinst du wegen Videoende? Ja. Oh, wenn es sein muss. Nee. Wir haben gesagt, wir machen 20 Minuten Videos. Dann halten wir uns dran. Ja. Richtig, Menschenskind. Kann der nicht einmal mitziehen, richtig? So. Sieht schon ziemlich aus. Aber wir werden uns nicht von hier unten verabschieden. Zumindest ich nicht. So, dann komme ich auch mal rauf. Versuch's doch. Oh, die Feder. Warte, bleib da. Letzter? Ja? Jetzt kannst rauf. Nee, ich hab da auch gemacht. Gut, dann machen wir halt wieder zu. Ja, wo ist er denn? Ja, willkommen mit Spaß bei Leitern. Wo ist er denn? Guck mal, da ist die Tür. Ah! So, guck mal, es dürften alle offen sein. So. Ja, also hier war das, wo ich gesagt habe, ich habe die Reihe falsch gesetzt. Weil die Ecken müssten so bleiben. Die Reihe, da musst du halt da anpassen zur... dass die Ecke passt. Vorsicht, wenn du runterfällst, ist der Fuß gebrochen. Anpassen von hier rüber, dass wir die Seiten dann wegschlagen. Vom Prinzip, das hier, was ihr in der Mitte seht, weil wir jetzt beide zusammen sind, nochmal so kurze Erläuterung, wird ausgehöhlt werden in einem Quadrat mit Platten, also nicht mit Blöcken, sondern mit Platten, halben Platten, ganzen Platten. Wenn wir nach oben ziehen, von oben werden wir ein schönes Dach draufbauen mit einer Deckenbeleuchtung. In diesem Bereich hier drinnen werden hauptsächlich Forge und Mischer stehen, so wie Aufbewahrungsboxen. Und dann werden wir mal gucken, es wird hier an den Seiten wird es immer so einen kleinen Bereich geben. Einmal ein
ein kleiner Bereich, wo unsere Schlafsäcke und unsere Essenssachen drin sind. Dann wird es einen Werkbereich geben, wo Werkbank und die Säge drin stehen. Und dann werden wir nochmal einen separaten Chemiebereich haben. Aber das sind alles Zukunftsmelodien. Was kommen wir jetzt? Dazu mehr in der nächsten Folge, würde ich sagen. Jawohl. Ja. Jawohl. Deswegen. Ist er runtergefahren? Da. Ein Zombie. Das Geile ist, von hier oben aus, man kann die Zombies sehen. Und man kann sie nicht treffen, so wie ich gerade. Oder man trifft sie. Zack, man trifft sie. Einmal noch. So. Schön. So. So, das war's auch für heute schon. Au. Du sollst auch einen haben. Au. Ja, ich hab gedacht, ich überlebst. Nein, ich hab's nicht überlebt. Also wir werden definitiv da drin was machen. So, bis zum nächsten Mal. Danke fürs Dabeisein. Ja, tschüss. Tschüss.